Kennen Sie zufällig das Wort Arteriosklerose? Oder Cholesterin? Wenn Sie wollen, stelle ich Ihnen eine komplette ausgewogene Diät zusammen. Die kannst du mir mit der Gefängnispost schicken. Warum essen Sie das Zeug? Warum? Ja. Weil es mir schmeckt. Aber es ist nicht gut für Sie. Das ist mir klar. Warum tun Sie etwas, von dem Sie wissen, dass es nicht gut für Sie ist? Weil ich nicht darüber nachdenken will. Das heißt, die Tatsachen leugnen. Das heißt, die Tatsachen leugnen? Ja. Das ist mir bewusst. Ihr Verhalten ist Ihnen also bewusst und Sie tun trotzdem Dinge, die nicht gut für Sie sind. Das klingt doch recht verrückt, finden Sie nicht auch, Jake? Nein, aber 15 Millionen Dollar von Jimmy Serrano klauen, das finde ich verrückt. Ich dachte nicht, dass man mich kriegt. Das heißt, die Tatsachen leugnen. Das ist mir bewusst. Dein Verhalten ist dir also bewusst. Aber dennoch machst du Dinge, die nicht gut für dich sind, stimmt's? Junge, Junge, das klingt doch verrückt, oder was meinst du? Das war verrückt. Aber wenn man 15 Millionen an Mafiagelder der Wohlfahrt schenkt, dann tut man vielen Menschen einen Gefallen. Du tust dir aber keinen Gefallen, weil du deinen Mafiakiller in den Pelz gesetzt hast, um von ein paar Unbekannten geliebt zu werden. Ist das geistreich? Hm? Möchten Sie nicht geliebt werden? Eine ganze Menge Menschen lieben mich. Wirklich? Wer? Ich habe eine Ex-Frau und eine Tochter in Chicago. Wie werden die mit ihrem Sarkasmus fertig? Fabelhaft. Ich habe beide seit Jahren nicht mehr gesehen. Dann sollten wir sie vielleicht besuchen. Ich glaube nicht, dass wir sie vielleicht besuchen sollten. Danke für dein Interesse. Ihr Job muss schwer für Sie gewesen sein. Ich war damals was anderes. Was denn? Ich war Polizist. Sie waren Polizist in Chicago? Hm. Dann müssen Sie ja alles über Jimmy Serrano wissen. Hast du eigentlich das Recht, mir solche Fragen zu stellen? Ja, ich denke schon. Nein, hast du nicht. Boah, doch, schon. Nein, hast du nicht. Warum nicht? Das Essen ist vorbei, wir gehen.